ist schon ganz schön kalt, obwohl es draußen schön sonnig ist. Aber naja, hier im Haus ist es schon kühl. Ich werde mal die Heizung ein bisschen weiter aufdrehen. Und dann wird das gleich schön warm. Ist schon eine praktische Geschichte, so eine Heizung. Aber hört ihr das? So ein leichtes Gluckern. Das ist eigentlich ein Indiz dafür, dass Luft im Heizsystem ist. Ja, und hier, wenn ich hier anfasse, die ist schon kühl. Ja, da wird Luft in der Heizungsanlage sein. Das ist natürlich nicht gut. Das schaue ich mir erstmal an. Oh ja, da fehlt einiges. Ich werde noch mal ein bisschen Wasser in die Heizungsanlage geben. Ich würde sagen, alles im grünen Bereich. Jetzt habe ich den Heizkörper erstmal komplett aufgedreht, dass möglichst viel auch in den Heizkörper hier hineinströmt. Im Idealfall natürlich die ganze Luft, na, geht natürlich nicht. Ihr habt gesehen, auf der Anlage hat einiges auch an Druck gefehlt. Also von daher wird schon auch an dem einen oder anderen Heizkörper Luft drin sein. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt hier mit diesem Heizkörper erstmal starten, dass ich dort die Luft hinausbekomme. Dafür brauche ich ein Glas und einen speziellen Schlüssel. Da ist der Schlüssel und ihr seht hier innen drin, da ist so ein kleiner Vierkant. Und dieser kleine Vierkant passt hier seitlich direkt auf den Hahn. Das ist quasi dann das Küken. Und jetzt kann ich hier die Heizung auch entlüften. Da ist schon einiges an Luft drin. Ein bisschen weiter zu. Ja, da. Da kommt jetzt das Wasser. Jawohl. Der Hahn ist zu, das heißt, der Heizkörper ist entlüftet, nicht weil der Hahn zu ist, sondern weil nur noch Wasser kam. Und ja, jetzt wird er auch wieder schön warm, der Heizkörper. Das heißt, ich kann das Thermostat wieder runterdrehen. So, und das mache ich jetzt mit jedem Heizkörper nochmal. Eigentlich hatte ich das schon getan, aber ihr seht ja, Luft ist dann immer mal wieder im System. Und entlüften ist nicht nur bei so einer Heizungsanlage wichtig. Der Maulschlüssel, beim letzten Mal brauchte ich den, um dann auch den Kraftstofffilter hier beim 55 PS Bulldog dann auch einzuschrauben und festzuziehen. Heute soll es natürlich darum gehen, dann auch die Kraftstoffpumpe, also die ganzen Verschraubungen vom Kraftstofffilter bis zur Kraftstoffpumpe, von der Kraftstoffpumpe bis zur Düse, das alles auch zu kontrollieren, das Ganze natürlich auch zu entlüften und natürlich auch weiter an dem Bulldog zu schrauben, an dem 55er, der unkontrolliert ausgegangen ist. Es gab schon einige Teile, wen das interessiert. Ich verlinke euch die gerne in der Videobeschreibung oder schaut gerne hier auf dem Kanal nach. Also jetzt geht es heute mit der Kraftstoffpumpe erstmal weiter und damit herzlich willkommen zu Kultraktor. Starten wir jetzt erstmal hier mit dem Kraftstofffilter, denn da ist natürlich auch noch kein Kraftstoff drin. Den gilt es jetzt erstmal zu entlüften. Ob jetzt alles funktioniert, beziehungsweise ob jetzt auch Kraftstoff hier unten aus dem Filtergehäuse rauskommt, nehme ich natürlich wieder den Eimer und jetzt drehe ich hier oben einmal die Spindel auf, jetzt, ja, da kommt jetzt schon Kraftstoff, zudrehen und jetzt natürlich einmal abputzen und schauen, ob jetzt hier unten drunter nicht noch was raustropft. Jetzt stelle ich den Eimer dort einmal hin und hier die Kraftstoffleitung, die gilt es jetzt gleich erstmal anzuschließen, durchgepustet ist sie und dann hole ich mir jetzt nur noch einen passenden Schlüssel. Wenn ich Stellen habe, wo ich relativ schwierig mit dem Maulschlüssel hinkomme oder ich auch die Möglichkeit habe, dass ich zu stark abrutschen kann, dann nehme ich ganz gerne solche geschlitzten Ringschlüssel. Gerade hier vorne am Kraftstofffilter, der Bereich, da ist es sehr eng. Oder auch dann hier vorne am Druckventil, wenn da die Leitung zur Düse auch festgeschraubt werden soll. Also solche geschlitzten Ringschlüssel finde ich dann wirklich schon sehr praktisch. Die brauchen wesentlich weniger Platz und ich habe natürlich dann den kompletten Grip, rutscht nicht so schnell ab und dass dann solche Verschraubungen auch nicht ausnudeln, finde
finde ich schon sehr wichtig. Also wen das interessiert, ich verlinke euch das gerne in der Videobeschreibung, solche Schraubenschlüssel. Was wollte ich jetzt machen? Ah ja, darf ich natürlich nicht vergessen, bevor ich jetzt gleich die Kraftstoffleitung anschließe, hier noch das Verbindungsstück mit draufzuschieben und dann natürlich auch die Benzinpfeife festzuziehen. Dann nehme ich einen 22er Schlüssel, weil ich muss hier an die Verschraubung ja nicht mehr ran. Also das ziehe ich fest. Moment. So. Jo. Na, einmal noch. Jawohl. So. Und dann natürlich hier unten auch noch das Ventil, das Saugventil. Das ziehe ich jetzt auch noch mal fest. So. Und jetzt kann ich die Leitung anschließen, beziehungsweise hier unten an dem Saugventil, dort schließe ich dann die Mutter noch nicht an, beziehungsweise schließe ich zwar das Rohr an, aber noch nicht festziehen, denn ich möchte ja genau diesen Bereich von der Anlage auch entlüften. Ich weiß ja, der Kraftstofffilter ist entlüftet. Und dann, ja, jetzt kann ich das von Hand nämlich sauber eindrehen. Hier oben, das ist schon gut. Ja. Und jetzt nehme ich den geschlitzten Ringschlüssel, 17er, und jetzt kann ich hier oben schon dafür sorgen, dass ich wirklich schön festziehen kann und dann auch genau merke, dass jetzt, ja, das müsste jetzt eigentlich schon fest genug sein. Also dafür sind solche geschlitzten Ringschlüssel wirklich schon sehr gut. Und jetzt nehme ich wieder meinen Dieseltöpfchen, halte das hier unten drunter und jetzt mache ich den Kraftstoffabsperrer auf und dann müsste ja jetzt irgendwann aus der Verschraubung auch dann Diesel kommen. Da ist er schon. Prima. Und jetzt kann ich auch die Verschraubung zur Pumpe dicht machen, denn jetzt habe ich die Gewissheit, dass der Kraftstoff vom Tank über den Kraftstofffilter schon zur Pumpe gelangt. Und auch jetzt nehme ich wieder den geschlitzten Ringschlüssel. Wo ist er? 17, da ist er. Und jetzt kann ich hervorragend, auch wenn er dann schon greift, ein bisschen geht noch. Ja. Die Kraftstoffleitung zum Saugventil, die ist jetzt fest. Jetzt mache ich auch gleich das Benzinventil, beziehungsweise die Leitung für die Benzinleitung, für die Benzinpfeife hier, die schließe ich gleich an. So, jetzt ist gleich. Also jetzt kann ich auch hier, seht ihr, der Platz ist wirklich sehr eng und das kann ich mit so einem Ringschlüssel auch sauber machen, ohne dass ich irgendwo hängen bleibe. So, das passt jetzt. Jetzt ziehe ich noch einmal, ja, das ist hier schon eng, das Druckventil fest. So, und jetzt hole ich den Vorpumpdeckel. Schon mal draufgesetzt. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist die Pumpe oder die Kraftstoffpumpe beim Lanz ist nicht Selbstansaugung. Das heißt, auch die Pumpe muss jetzt noch entlüftet werden. Ich brauche aber auch natürlich noch das Ventilhütchen. Ich brauche die Ventilkugel und vor allen Dingen auch die Ventilfeder. Das sind schon kleine Teile hier. Damit ich sie nicht verliere, nehme ich am besten so ein kleines Behältnis. Ja, rein damit. Dann nehme ich eine Spritze mit und die Leitung vorne zur Düse. Ja. Die auch. Um jetzt die Pumpe zu entlüften, deswegen habe ich hier die Spritze mitgenommen, die Ventilkugel und auch das Ventilhütchen etc. Das brauche ich jetzt noch nicht. Das ist auch ein Grund, warum ich es noch nicht eingesetzt habe. Ich möchte jetzt natürlich die Kraftstoffpumpe entlüften und damit ich das besser sehe, habe ich hier eine Lampe, die mache ich mal an. So. Und dann kann ich jetzt die Kraftstoffpumpe entlüften. Das mache ich mit dieser Spritze und dem Dieselkraftstoff. Der ist ja soweit in Ordnung, da ist ja nichts mit. Und dann sauge ich hier den Dieselkraftstoff ein und gebe den dann in das Druckventil. Und dann muss man auch immer warten, bis dann auch der Dieselkraftstoff immer mehr nach unten gesickert ist. Ja, das funktioniert und ab und zu kann ich auch, wenn ich dann mag, auch mal pumpen.
Und dann wird natürlich auch schon der Diesel wieder eingesogen, ganz klar. Dann bewege ich das Ganze, die Luft wird bewegt und dann wird auch der Diesel in die Pumpe gelassen. Was ich jetzt natürlich noch nicht gemacht habe, ist hier vorne den Dieselkraftstoff aufgedreht, denn jetzt möchte ich ja erstmal, dass Diesel auch in die Pumpe hineingeht. Ja, so, ein bisschen noch. Und dann immer mal pumpen. Das Ganze mache ich jetzt so lange, bis ich sehe, dass sich keine Luftblasen mehr nach oben bewegen und auch der Pegel innerhalb des Druckventils sich nicht verändert. Das heißt also, der Dieselpegel nur rauf und runter geht. In dem Moment ist eigentlich die Kraftstoffpumpe voll mit Diesel. Es ist keine Luft mehr drin. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dann das Rückschlagventil auch einzusetzen. Das heißt, die Kugel. Kugel hinein. Und jetzt auch gleich das Ventilhütchen. Und jetzt drehe ich den Kraftstoffhahn auf. Und wenn ich jetzt pumpe und der Pegel steigt, in dem Moment ist dann auch, jawohl, ihr seht, der Pegel steigt. Ups. Das hat einwandfrei geklappt. Die Pumpe ist entlüftet und jetzt kann ich die Feder für das Druckventil einbauen und auch die Zuleitung für die Kraftstoffdüse. Hier ist die Feder für das Druckventil drin. Gott sei Dank nichts verloren. Also das kann ich nur empfehlen. So kleine Behältnisse, die sind dann schon hilfreich. Und jetzt schaue ich mir mal die Druckfeder an, denn manchmal sieht man auch Unterschiede vom Durchmesser der Druckfeder. Ja, ist hier auch. Ich zeige euch das mal hier. Dieser Teil von der Druckfeder ist vom Durchmesser ein bisschen kleiner als dieser Teil. Und damit ist dann auch die Richtung vorgegeben. Das heißt, der kleinere Durchmesser, der geht dann zur Kraftstoffleitung hin, dort, wo dann auch die Abdichtung ist. Dieser kleine Durchmesser, der sitzt dann direkt auch an dem Kraftstoffrohr und dann der etwas breitere Durchmesser sitzt dann unten im Ventilhütchen. Nun, das hat ein ganz einfacher Bewandtnis. Die Feder muss schon gerade auch in das Ventil bzw. auf das Ventilhütchen auch drücken, damit es dort keine Schwierigkeiten gibt, dass es sich verkanten kann etc. Von daher immer mal darauf achten, gerade dann auch bei älteren Federn sieht man das schon mal, dass dieser Durchmesser ein bisschen geringer ist. Also wer das bisher noch nicht gemacht hat oder auch andere Federn im Nachbau oder vom Nachbau einbaut, wenn die das nicht haben, kann ich das nur empfehlen, weil dadurch einfach auch die Druckfeder ein wenig besser auch sitzt. So, und jetzt muss ich natürlich schauen, ich möchte natürlich das wieder gerade einfedern, das heißt das Ende hier von der Feder. Da nehme ich wieder ein bisschen Mehrzweckfett, das muss gar nicht viel sein. Ja, das reicht schon und damit klebe ich jetzt gleich die Feder in die Kraftstoffleitung ein bzw. unten an die Kraftstoffleitung ran. Spritze muss ich auch mitnehmen, denn der überschüssige Kraftstoff aus dem Druckventil, der muss jetzt erstmal wieder raus. Jetzt den überschüssigen Kraftstoff hier aus dem Druckventil raus, aber es muss nicht alles raus sein, nur das gleich, ja, jetzt bin ich unten bis aufs Ventilhütchen, das reicht und jetzt kann ich die Kraftstoffleitung mit der Feder auch einsetzen. Hier habe ich jetzt die Feder und jetzt nehme ich die Kraftstoffleitung und so saß dann auch die Kraftstoffleitung dran und jetzt nehme ich die Feder und klebe die hier unten mittig mit dem Fett dran. Ihr seht, das hält dann auch und jetzt muss ich natürlich ganz vorsichtig auch das Ganze einfädeln, damit nichts passiert, also damit jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise dann natürlich die Feder verrutscht, aber es hilft schon. Ich muss erstmal die Taschenlampe wieder abmachen, sonst habe ich den Platz nicht. Und jetzt ganz langsam vorsichtig hier dran vorbei, aber ihr seht schon, durch das Fett und weil natürlich jetzt kein Kraftstoff mehr drin ist, wenn es gerade ist, ja, sofort reindrücken und dann natürlich auch die Überwurfmutter hinterher, ich habe es gesehen, so,
Wichtig ist nur, dass sie, wie schon gesagt, komplett gerade reinkommt. Das muss dann relativ schnell gehen. Ich hoffe, ihr konntet das jetzt sehen. Und jetzt drehe ich von Hand das Ganze fest. Und ob jetzt gleich die Feder sauber sitzt, werden wir sowieso sehen, wenn wir gleich den Kraftstoffhahn aufdrehen. So. Und jetzt natürlich noch wieder mit dem geschlitzten Ringschlüssel festziehen. Ja. Und dann probieren wir gleich mal. Das finde ich wirklich so mit das Kniffligste, die Feder von dem Druckventil einzusetzen. Also da ist es, wie schon gesagt, sehr, sehr wichtig, dass sie wirklich gerade auch sitzt. Und da muss man schnell mit der Druckschraube auch sein, dass dann alles sauber verschraubt werden kann. Aber jetzt ist natürlich der Zahltag, hat sich das Ganze gelohnt? Passt das mit den Ventilen? Denn jetzt, wenn ich hier den Kraftstoffhahn aufdrehe, darf hier vorne erstmal nichts rauskommen. Dreh mal auf. Ja, es ist also alles dicht und jetzt ist natürlich nochmal zu testen, wie sieht das Ganze aus, wenn die Pumpe betrieben wird. Das heißt also, wenn ich jetzt an den Handhebel, Pumpe muss natürlich irgendwann vorne Kraftstoff rauskommen und der muss ja dann auch einwandfrei sofort dann wieder aufhören zu fördern. Also ich lege jetzt hier einmal den Eimer dran, halte ihn gleich fest, dass nichts passieren kann. Und jetzt gehe ich zum Kraftstoffpumpenhebel und dann entlüfte ich die Leitung vom Druckventil vorne zur Düse. Und jetzt halte ich mal den Eimer fest und jetzt pumpe ich mal so lange vor, bis dann auch Kraftstoff kommt, also die Leitung entlüftet ist. Ups, jetzt ist der Pumpenhebel abgerutscht, nochmal. Ja, da kommt jetzt langsam was. Ah ja, da. Da kommt der Kraftstoff raus und der muss natürlich sofort aufhören, wenn ich aufhöre zu pumpen. Ja, das passt. Nochmal testen. Kraftstoff kommt. Ja, der hört auf zu tropfen. Das heißt, jetzt ist die Leitung komplett von der Kraftstoffpumpe bis vorne dann auch zur Düse entlüftet. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich das Sprühbild zu überprüfen, wie es jetzt auch bei der Düse vorliegt. Ich stelle mich hier mal hin. Da geht sie auch schon los. Und dann natürlich auch einmal zu schauen, wie ist jetzt überhaupt das Sprühbild von der Düse. Da ist sie. Innen drin sieht es ein bisschen verkokt aus. Die können wir dann auch noch mal sauber machen. Jetzt nehme ich die Düse, schraube die hier vorne dran und dann schauen wir uns gleich mal einmal das Sprühbild an, wie das jetzt aussieht, also ohne dass ich jetzt vorne die Düse auch gereinigt habe. Jetzt muss ich mir noch wieder meinen geschlitzten Ringschlüssel holen. Jetzt hängen wir das Ganze hier an die Düse dran. Moment. Und jetzt schauen wir uns mal das Sprühbild von der Düse an. Kraftstoffhahn wieder auf und jetzt, ja, oh ja, prima. Das können wir erstmal so lassen. Jetzt drehe ich den Kraftstoffhahn zu. So schlecht sah das Sprühbild gar nicht aus. Also klar werde ich unten noch mal die Düse ein wenig reinigen. Aber jetzt geht es erstmal darum, noch zu sehen, ob die Kraftstoffanlage wirklich dicht ist. Deswegen habe ich mir hier noch einen leeren Eimer besorgt. Und gerade dann, wenn die Maschinen länger stehen, möchte ich natürlich vermeiden, dass die Glühnase etc. vollläuft. Deswegen hänge ich da unter die Düse gleich einen leeren Eimer drunter. Und dann werde ich mal schauen nach einiger Zeit, ob hier kein Kraftstoff ausgetreten ist. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Lasst auch gerne ein Abo da, gerne auch mit Glocke, dann wisst ihr immer wieder, wenn was Neues auf dem Kanal erscheint. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Sonntag, 15:15 Uhr. Habt eine tolle Zeit und das Wichtigste, bleibt kultig. Tschüss.